So, ich habe mal die Aufnahme gestartet. Ja, herzlich willkommen zu Dark Souls. Vielleicht der letzten Folge. Mal gucken, wir sind auf jeden Fall beim Finale. Und bevor es losgeht, möchte ich nochmal auf eine Sache eingehen. Nochmal betreffend den letzten Stream und vor allem einem. Nur das Spiel neu starten. Ah ja, okay, dann war es vielleicht auch einfach nur das, weil ich habe dann halt ausgemacht. Genau, ich wollte eigentlich neu starten, habe dann aber halt gedacht, ja, ich stelle mal die Konsole gleich mit auf Englisch, für alle Fälle. Jetzt habe ich sie wieder auf Deutsch gestellt für das Spiel hier. Bei mir ist die Musikhülle kaputt. Oh nee, das ist ja ätzend. Bei mir war alles tippitoppi. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte nochmal auf einen Kommentar eingehen, den ich bekommen habe. Ja, unter der vorletzten Folge, glaube ich. Die hieß, dieses DLC ist einfach nur Schmutz. Vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Vielleicht wollte ich ein bisschen provozieren. Man kennt's. Da bin ich nämlich tatsächlich einen Kommentar erhalten von jemandem, den ich vorher auch noch nie in den Kommentaren, glaube ich, gesehen habe. Der mich aber anscheinend kannte. Er hat mich beim Vornamen angesprochen. Und hat sich so ein bisschen, er hat konstruktive Kritik, oder was heißt konstruktiv? Also er hat gesagt, dass ich mich halt wirklich auch scheiße angestellt habe und wirklich da sehr unfair dem Spiel gegenüber war. Er hat mich nicht beleidigt oder so, ne? Alles ist cool, ist ein guter Kommentar auf jeden Fall gewesen. Ich wollte eigentlich auch darauf antworten, habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Aber jetzt tue ich das einfach mal hier, weil ich gerade das Bedürfnis habe, das nochmal zu tun. Du bist zweiter Account, ja. Das nochmal zu tun, auch gerade in Hinsicht auf, ja, einfach auch mich selber noch ein bisschen zu rechtfertigen. Ja, ich habe letzte Woche, glaube ich, dezent überreagiert. Es war einfach so, keine Ahnung, im Moment habe ich das Gefühl, dass mich Spiele wieder ein bisschen mehr stressen. Aber das ist die eine Sache. Ja, ich war einfach immer noch so ein bisschen traumatisiert von diesen ganzen mehrphasigen Kämpfen in letzter Zeit. Und dass dann halt schon wieder einer kam, hat mich dann halt einfach so aufgeregt, dass ich dem Kampf schon direkt keine gute Chance oder keine gute, ja, keine wirkliche Chance mehr gegeben habe. Ich stehe nach wie vor zu meinem Wort, ich bin kein großer Fan dieser mehrphasigen Kämpfe. Ich finde, das widerspricht ein bisschen dem, ja, Konzept oder so ein bisschen dem, der Idee. Oder ja, was heißt widerspricht? Es ist halt so ein bisschen so eine Art von künstlichem Schwierigkeitsgrad, wie ich finde. Ansonsten hat man halt Bosse, die einfach schwer sind, die einfach, ja, die einfach schwer sind, bei denen man halt das Pattern lernen muss. Und dadurch, dass man es halt lernt, wird man besser. Und besiegt dann im Endeffekt den Gegner. Im Falle von mehrstufigen Bossen ist das Problem halt immer, dass das bei der ersten Phase zwar auch noch so sein mag, aber diese zweite Phase erreicht man dann halt super selten. Weil das Learning ist ja nicht nur dieses, ich muss lernen, bis ich den Boss einmal schaffe, sondern ich muss es lernen, bis ich quasi diesen Boss perfekt beherrsche, damit ich auch jedes Mal die zweite Phase erreiche, damit ich die zweite Phase üben kann. Und ich finde das echt anstrengend. So, wenn ich wirklich nur alle paar Stunden gefühlt in die zweite Phase mal komme, weil ich einfach diese Perfektionierung des ersten Phase noch nicht drin habe. Dazu kommt, dass ich auch selber einfach super ungeduldig bin und super schlecht, keine Ahnung, Konzentrationsprobleme habe manchmal und einfach scheinbar nicht lernfähig bin. Das kommt alles noch dazu. Dass ich halt einfach keine Lust mehr haben nach sehr schneller Zeit. Es ist ja nicht mal so, dass ich jetzt an diesen Bossen so unfassbar lange rumprobiert habe. Ne? Es gab ja wirklich Bosse, bei denen ich deutlich länger saß, bei denen ich aber einfach mehr Spaß hatte, weil ich halt immer gemerkt habe, okay, ich werde ein bisschen besser, ich verstehe immer ein bisschen mehr und immer so dieses Sehen, okay, ich schaffe den Boss irgendwann. So, und hier sehe ich das zwar in der Hinsicht auch, dass ich wahrscheinlich auch irgendwann das schaffen würde, aber ich denke mir halt so, boah, das dauert wahrscheinlich 6, 7 Stunden, bis ich den endlich mal tot habe. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Dazu, es ist ein DLC und ich denke mir halt so, DLC alles zu machen, ist halt wirklich nicht so notwendig. Deswegen, ich habe wirklich nach dem Kommentar wirklich auch nochmal drüber nachgedacht, ob ich, ja, ob ich jetzt doch nochmal versuche hier, DLC-Boss, habe dann aber doch entschieden, nee, nein, ich habe keine Lust mehr. Ich will das Spiel jetzt einfach durchspielen. Es ist auch so ein bisschen, dass ich mich, glaube ich, ein bisschen satt gesehen habe an Soulspielen erstmal. Ich brauche eine Pause. Und deswegen will ich das jetzt einfach hier beenden. Dass ich dann letztes Mal doch beendet habe, einfach beim Endboss, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ich bin dann heute wahrscheinlich ein bisschen entspannter dran und krieg ihn heute dann wahrscheinlich auch gut hin. Vielleicht kommt der im Nügel Plastimuse. Ja, vielleicht, ne? Man weiß es nicht. Es könnte sogar, vielleicht sogar sein. Mal gucken. Wobei man es ja für Platin wiederum nicht machen muss und dann ist sowieso die Motivation wieder weg. Aber mal schauen, mal schauen. Ja, auf jeden Fall, ja, Entschuldigung auf jeden Fall, dass ich da so ein bisschen wieder überreagiert habe, dass ich da sehr viel rumgeweint habe. Ich weiß, ich bereue dann auch immer vieles von dem, was ich erzähle. Ich bin nach wie vor nicht, ja, ich stehe nach wie vor zu meiner Aussage, dass ich einfach diese zweiphasigen Bosse nicht mag. Ich bin da persönlich kein Fan von.
ich finde, das macht nicht so viel Spaß. Aber gut, das ist dann vielleicht auch einfach ein bisschen ein Mii-Problem und nicht unbedingt immer die des Spiels. Ja, deswegen beenden wir jetzt einfach das Spiel. Ich habe zumindest alle Main-Game-Bosse geschafft, das ist doch schon mal was. Und ja, versuchen wir es weiter. So, und hoffentlich klappt es auch recht schnell, weil ich will Final Fantasy weiterspielen. Ech. Okay, erstmal wieder Learning. Hervorragend. Nicht hervorragend. Reichweite. Mann, scheiße! Okay, ich gebe auf, ich beende das Spiel. Okay, dass mich der nicht getroffen hat, ist ein halbes Wunder. Hoppla. Hallöchen übrigens. Sly RKO. Man weiß ja immer nicht, ob ich jetzt echte Namen sagen darf oder nicht, ne? Muss man immer ganz vorsichtig sein. Sagt der, der gerade literally eine Privatnachricht aus dem Discord vorgelesen hat. Ja, schön. Soll ich dem Kommentarschreiber vielleicht schreiben, dass ich das Hot Wheels Mechanics nicht das einzige Game von AWE Productions oder wie auch immer die ausgesprochen werden ist, das ich gespielt habe, sondern auch SpongeBob Schlacht im Bikini Bottom, die PC-Version. Auch auf Deutsch. Wusch. Der hat Reichweite, der Mann. Deswegen nennst du mich nur Templer und nicht Wolfgang. Wolfgang ist ein lustiger Name. Wolfgang. Startet ja gut. Ich habe die zweite Phase schon gesehen. Das ist schon viel wert. Ich sehe schon, in 10 Minuten raste ich wieder aus. Mann, ey! Final Fantasy. Einfach Final Fantasy Livestream gleich. Richtiger Name für einen Huhn. Bin jetzt schon mal überlegen, wenn ich irgendwann meine Katze habe. Oder einen Hund, wie ich den nenne. Kinder? Cringe. Niemals. Aber Tiere? Da, ich hatte schon mal die Idee, wenn ich irgendwann eine Katze habe, dass ich sie Katze nenne. Dass der offizielle Name einfach Katze ist. Aber ist mir dann doch vielleicht ein bisschen zu lame. Aber Wolfgang ist auch eine gute Idee. Welchen Meme-Namen brauchen wir auf jeden Fall? Das Stupid Sexy Cloud lenkt die ab. Halt schon. Ey, ne? Artbook. Im Artbook ist ein Sexy Cloud drin. Geiler Backflip, Junge. Ach, das ist wieder diese Scheiß. Es sieht so unnötig aus, dieser Backflip. So, warum macht er den? Ach, scheiße. Wie viele Estos habe ich nochmal insgesamt? 8 oder 9 gerade? Ich weiß es gerade gar nicht. Bitte? War das ein Konter? Sah so aus. Backflip machen wann? Ich würde gerne einen Backflip können, aber ich habe leider zu viel Angst davor. Was mache ich hier eigentlich? Warte mal kurz. Das Spiel ist voll laut, oder? Ist eigentlich so laut wie immer. Mach mal ein Tickchen leiser.
Oh, na gut. Dann Stun erstmal ausnutzen und mich heilen. Lieb's. Ich habe irgendwie so gesehen, okay, komm, das Timing kriege ich sowieso wieder nicht raus. Das heißt, ich baller jetzt einfach rein und lass mich treffen. Ich nehme es in Kauf. Aua. Ach, come on. Wieder fast alle S-Tusse. Ich hab Tusse gesagt. Verbraucht. Das ist doof. Oh, das ist schön. Das ist nicht schön. Oh nein. Ey. Ich dachte, er macht diese kleinen Partikel hier, um ehrlich zu sein. Ja, es ist eigentlich, wieder lost hier, aber egal. Versuchen, ne? Ist ja auch lernen und so. Oh Mann, ey. Oh, Alter. Bro. Wie viel Damage der macht. Holy shit, Alter. Okay, dem Boss war eigentlich erstmal nicht so die Problematik. Was war das? Ich habe das Gefühl, er nimmt mehr Damage in der Phase. Kann das sein? Jo, aber sowas von. Okay, das ist schon mal gut. Ich bin jetzt halt erstmal tot, auf jeden Fall. Aber ich habe noch eine Glut. Wenn das der erfolgreiche Versuch ist, ne? Nein, 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 nein. Warte, Moment, 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 Moment. Ich muss hier kurz. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich hätte nichts sagen sollen. Haben gerade im Schrank Nudeln mit Haltbarkeitsdatum in 2015 gefunden. Ach, die sind auch gut, bestimmt. Also jetzt mal wirklich, oder? Wobei, ach, ich weiß es nicht. Wie viele Phasen, sieben Phasen hat er. Ich glaube nur die zwei. Hoffe ich. Denke ich. Bete ich. Ja, ich habe noch Glut dann einmal, ne? Einmal eine Glut reinballern, dann habe ich noch einmal Full Life plus Bonus Life, also, ne? Also das ist schon... Ach, Mann, ey. Ich weiß, dass ich fast tot war. Irgendwie habe ich so gedacht, nee. Ich klotze jetzt so lange rein, wie ich Lust habe. Mann, ey, scheiß Gegner, ich schaff ihn nie. Ich glaube, die Souls-Pause tut mir dann gut. Also wirklich auch eine längere. Wie gesagt, ein paar andere Spiele spielen. Ich würde sagen, es dauert mindestens ein Jahr, bis ich Bloodborne spiele. Vielleicht ist ja bis dahin meine PS5-Version draußen. Der war gut. Nee. Aber wie gesagt, aus Prinzip, selbst wenn das passieren sollte, ich werde trotzdem die PS4-Version spielen. Aus Prinzip, weil ich sie jetzt schon habe und weil ich die 30 FPS-Experience haben will. Ich will leiden. Ich weiß nicht, warum man gar nicht gedodged ist, also warum ich nicht gedodged bin. Nein, ficken! Boah. Das war geil. Damit du kein Platin holen willst. Also ich werde in Dark Souls 3 auf jeden Fall auch Platin holen, selbst wenn das halt gegrindet ist. Es wird dann wahrscheinlich nicht schwer, der Grind, sondern einfach nur nervig. Aber so, ich habe ja 1 und 2 schon auf Platin, deswegen will ich jetzt auch den dritten haben. So. Ich will die Trilogy komplett machen. Wenn schon, denn schon. Vor oder nach Kingdom Hearts. Wahrscheinlich vor. Ich habe so keinen Bock drauf. Ja. Es ist ja auch nicht eigentlich schwer oder so, aber ich habe irgendwie keine Lust. Keine Ahnung. Ich fühl's nicht. Mamma mia, let me go.
ich habe keine Ahnung. Erstmal Ratchet und Clank 2. Och. Ich habe es vorhin gespielt, einfach den ganzen Tag, weil ich wollte ja nicht irgendwie raus oder mich hier wegbewegen, damit ich ja den Postboten höre. Der übrigens um kurz vor 16 Uhr geklingelt hat erst. Das hört einfach nicht auf. Ich will nicht mehr. Mal Platin Grind. Warum macht man sowas? Manchmal bereue ich mein Leben. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich einmal wirklich getroffen werde, dann werde ich auch dreimal getroffen. Das ist einfach auch vorbei. Keine Panik gehabt? Nein, nein, alles gut. Hä? Hä? Das war sexy. Das hat mir gefallen. Komm, fall mal hin. Mach wieder komischen Backflips da, die unnötig sind. Hey. Ich muss hier schnell weg. Okay, das war ganz gut bisher. Na! Ah. Hey! Das war nicht gut. Ah, das ist diese... Diese Phase seiner Verwandlung ist echt anstrengend. Oder diese Verwandlung... Also was auch immer das jetzt genau ist eigentlich, was er da macht. Was hat das? Okay, sehr gut. Das war schon mal gar nicht so verkehrt eigentlich. Schlecht. Das überlebe ich, glaube ich, nicht. Oh! Der Angriff ist echt lame, holy shit. Aber was mir Hoffnung gibt, ich mache echt gut Damage in der zweiten Phase. Also ich muss ihn gar nicht so häufig treffen. Nur so 15 Mal. Pff, nee, keine Ahnung. Ein Trinkschlucken ist eine gute Idee. Ach, deine Mom, ey. Ja, komm. Ofen der ersten Flamme, Kiln of the First Flame. Ich glaube, es ist halt wirklich auch so das Gebiet, wie es in Dark Souls 1 am Ende hieß. Okay. Wo ich da beim ersten Hit nicht getroffen wurde, keine Ahnung. Kann's euch nicht sagen. Ah, oh, ich dachte, er macht keinen mehr. Oh, das ist so ein räudiger Angriff. Ich weiß immer nicht, wann er angreift. Oh, scheiße, sie hat keine Ausdauer mehr. Aha. Ich bin gedodged eigentlich, aber ich hatte keine Ausdauer mehr. Okay. Den hatte ich nicht mehr im Kopf. Jetzt Final Fantasy spielen. Das wäre ein Träumchen. Hm.
Mama! Mama! Mama, wo bist du? Ach, dumm, dass ich jetzt zweimal geschlagen habe. Mann, jetzt bin ich komplett raus. Alter, hier spam ich einfach nur und hoffe, dass es funktioniert. Ich weiß, es ist eigentlich dumm, aber irgendwie sehe ich da nichts anderes für mich. Trick 17. Mist. Ich wollte mal so einen FP-Angriff da benutzen. Heißt es FP? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, nicht die Peitsche. Die Peitsche der Verdammnis! Moment, ich muss mal kurz nicht sterben. Viel Damage hat das gerade bitte gezogen. Ja, da muss ich zur Seite ausweichen. Come on. Hat nicht funktioniert heute. Max, wie ambitioniert er auf mich zurennt. Hey! Okay. Ich mag dieses lange Schwert nicht. Ach Mann, ich bin auch gerade gedodged. Oh. Boah, dieser scheiß Speer, ich schwör bei Gott. Kommt das jetzt jedes Mal?
Bin ich hier öfter gestorben oder in Mario 3D Land? Wo man am Ende ja gesehen hat, dass ich irgendwie 422 Mal oder so gestorben bin. Okay, das wird jetzt der Versuch, okay? Ich schaff das jetzt. Ich nehme alles zurück. Das ist nicht der Versuch. Es ist halt bei mir wirklich so, wenn ich einmal off bin mit dem Ausweichen, dann ist auch vorbei. Dann werde ich auf die nächsten drei Male getroffen. Echt anstrengend. Das war interessant von dir. Och nee. Oh, die Kackpeitsche. Die ist halt echt schneller, ne? Alter! Wieder raus! Also gerade macht der ganz verrückte Scheiß hier, der Kollege. Was noch? Hallo, kann ich mal wieder irgendwas machen, bitte? Und nicht die ganze Zeit Permadamage kriegen? Heilst du dich bitte? Meine Güte. Ja, okay, bin ich raus. Hallo? War gar nicht so schlecht, der Versuch, aber am Ende habe ich komplett Panik gekriegt, weil gar nichts mehr funktioniert. Was war das? Ach, ja. Ja, kann ich jetzt wieder, ja. Ey, wenn ich einmal off bin mit dem Timing, dann ist einfach vorbei. Dann ist einfach vorbei. Dann treffen mich auch die nächsten 4-5 Ketten an, weil ich jedes Mal off bin. Das liegt an mir. Es liegt an mir, aber, ne? Ah, es ist trotzdem so, wie es ist. Brrr. Ey, jedes Mal, wirklich. Mann. Ach, komm. Komm, finish me. Oh, Mann. Geht jetzt wieder los, ne? Oh, dass ich nicht mehr besser hinkriege. Okay, jetzt mal konzentrieren. Ja, schon gut los. Nein, Mann! Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Meine Augen sind auch nicht gerade hilfreich hier, weil ich nicht ab und zu mal wieder blinzeln muss, weil ich diese komische Zwangsneurose habe. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt bin ich irgendwie, weil ich so heftig hier rumgerieben habe gerade. Oh.
Doch, dass die Burg müsste auch drauf sein. Ziemlich sicher. Ach Gott. Was war das für ein... Okay. Das war ein komischer Dodge. Halt, Mann, ich drück doch ausweichen, Mann! Jetzt wieder so demotiviert. Holy shit, Alter. Ich möchte übrigens nochmal kurz erwähnen, einfach nur weil ich es kann, weil ich es cool finde. Ich habe vorhin ja das Spiel installiert, also Final Fantasy. Das hat dann halt ewig gebraucht, bis alles fertig war. Boah, jedes Mal, ey. Ich habe ja dann nebenbei mir Essen gemacht und gegessen. Dann bin ich halt rübergegangen, also ich habe das halt drüben installiert, weil ich hier noch meine PS reingeschlossen hatte. Und bin dann so, ja, vielleicht ist er jetzt gerade so ungefähr fertig. Ich guck mal, ich gehe rüber in den Raum und die Installation war so, ja, stand so noch 2 Sekunden. Ich bin einfach perfekt dahin gekommen, als es gerade fertig war, die Installation. Ich bin da sehr stolz drauf. Ich dachte, ich mir erzähle das einfach mal. Deine Mutter mit deinem komischen rundum Feuerschlag. Feuer in Dark Souls 3. Wir alle lieben es. Ich heile mich mal präventiv. Mann. Ey, ich finde diese Peitsche so schwer auszuweichen. Da, der macht halt 2 Schläge. Wie soll ich dem ausweichen? Ich kann nur 1 dodgen davon. Na gut, ich muss vielleicht komplett abhauen einfach, ne? Nicht irgendwie drumrum, sondern wirklich weg. Vielleicht ist eine Option auch einfach zu warten, bis er einfach eine coolere Phase macht, wo man ihn einfacher treffen kann. Gefühlt gibt's die auch gar nicht. Er ist so fies. Oh Gott, was war? Okay. Doof, dass ich jetzt ausgewichen bin. Ach, ja. Mann! Oh, der mit seinem langen Gelöt, ey, muss das denn sein? Oh, mehr Kompetenz als Inkompetenz. Ich finde das nicht richtig. Och, Mann, ey. Immer wenn ich halbwegs gut bin, dann packt er irgendwie so eine Scheißwaffe dann aus, bei der ich immer nicht verstanden habe, wie man dem gut dodgen soll. Ach komm, ist auch wieder los hier. Los, mach mich tot. Nö! Oh Mann! Der komische Tennisschlag von ihm von unten nach oben, ey. Ich kann das alles nicht mehr. Ich glaube, ich finde diese erste Phase wirklich nerviger als die zweite. Okay, der zweite hat ja dieser eine Angriff, der halt scheiße ist. Ach komm schon, ja. Oh Mann!
Halt mal wieder auf dem Boden, wie wär's? Hallo? Ich bin tot. Ah. Ich liebe es, eine Stun-Phase zu nutzen, um mich zu heilen. Fühlt sich gar nicht wie Verschwendung an. Wie war es noch mit der Stream? Geht vielleicht nicht so lang. Komm schon, Mann. Ich habe extra gewartet diesmal. Ja, jetzt kommt wieder eine Scheißphase hier. Obwohl, die Phase ist okay, habe ich jetzt mal das Gefühl. Hätte ich aber mal dreimal treffen können oder so. Jo. Das ist so dumm, ich versteh's nicht. Der Angriff ist halt so lange, dass ich einmal dodgen nicht reicht. Come on, Spiel. Packt er wieder ein dickes Gelöt aus, man kennt's. Ja, nochmal! Genau. Es ist so dumm. Es ist so dämlich. Alter! Alter, also nee. Diese Verwandlung von ihm, ey. Es gibt einige Angriffe, wo ich einfach nicht raffe, wie ich dem ausweichen soll, weil die einfach zu fett sind. Zu fette Reichweite oder zu lang dauern, als dass ein Dodge reichen würde. Wenn ich bei den normalen halt nicht ausweichen kann, das ist halt mein Problem, so. Erstmal. Ja, dass ich hier zum Beispiel einfach immer wieder spamme und dann immer nicht weiß, wie ich da wieder rauskommen soll. Das akzeptiere ich, ja. Jetzt ist halt wieder Feierabend, so. Ja, okay. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ein anstrengender Ant-Boss. Na, hallo. Spiel? Ich habe wirklich gerade gedodged, ich schwör bei Jesus Christ.
Ach Gott, ey. Das war geil. Das war nicht geil. Ach man. Okay, Zauberphase. Das ist jetzt ärgerlich. Okay. Das war schon mal gut. Ich heile mich mal präventiv, bevor gleich wieder dieser fette Peitsche ankommt und mich einfach wieder one-hitte. Genau die meine ich. Der Angriff ist halt echt dämlich. Das ist ja nicht mal so, dass ich jetzt in einer bestimmten Position stehen muss, damit er mich trifft, sondern einfach, er setzt sie halt ein. Oh Mann, jetzt stehe ich aber auch so scheiße, dass ich... Ah. Okay, okay, nicht panikieren jetzt, Leon. Nicht wieder wütend werden. Vielleicht doch einfach wütend werden. Oh, 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 oh. Deine Blitzausweichung ist eigentlich nicht schwer, aber halt auch nur... Wenn ich nicht direkt in seiner Fresse stehe. Okay. Kommt der gleich runtergeregnet? Tatsächlich. Ich hätte es wissen müssen eigentlich. Ich hätte es eigentlich... Ey, was ist da? Okay. Okay. Den Angriff finde ich Bullshit. Also der muss mich ja nur irgendwie treffen und dann bin ich in seiner Combo gefangen. Also es ist ja scheißegal, wo ich stehe. Wenn mich das trifft, bin ich aber Feierabend. Sonst ist es ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Angriffe, die wirklich, sag ich mal, mich ganz genau treffen müssen, damit das passiert. Aber das ist halt in der Range von 5000, wenn mich das trifft, ist einfach Feierabend. Holy shit. Also das finde ich nicht geil. Das macht keinen Spaß. Oh, Glück gehabt. Da war ich eigentlich wieder viel zu gierig. Auch wo gierig. Alles okay. Hallo, ich hab 4 gedrückt. Okay, manchmal macht man irgendwie so ein schnelles Dodgen. Das habe ich jetzt schon 2 Mal gehabt. Hallo? Manchmal dodgt er aber gar nicht. Oh Mann, ey, es ärgert mich immer, wenn ich so gute Versuche irgendwann wegschmeiße auf einmal. Weil ich dann einfach mal in irgendein so ein Trommelfeuer komme, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Ist halt Dark Souls. Oh Mann, ey. Ja, der Versuch ist jetzt schon scheiße. Ja, okay. Was? Hä? 3 Mal, bitte.
Was hat denn jetzt? Den letzten Schlag wollte ich nicht mehr machen. Danke dafür. Ah, der funktioniert. Hä? Okay, den Angriff hat er vorher noch nie gemacht. What the fuck? Ich habe gerade echt immer Glück, was das anbelangt, weil ich finde halt dieses Zauberding halt, auch wenn die jetzt gerade getroffen wurde, am einfachsten noch zu dodgen. Und zu verstehen. Hier, was ist denn das? So einfach. Ich sollte meine Fresse halten. Nur ganz generell. Oh nein. Hä? Ich raff das nicht. Ich raff es nicht. Warum? Das ist so ein permanentes Ding in dem Spiel. So Angriffe, die mich... Die... Ach, nee, komm. Ich rede mich nicht wieder in Rage. Ich hab's wieder nicht verstanden, warum. Ich bin gedodged, ich bin gerannt, ich habe alles getan, ich wurde trotzdem getroffen. Letztes Mal ist es nicht passiert. Keine Ahnung. Okay, das nächste Mal versuche ich einfach zu rennen. Nicht zu dodgen, einfach rennen. Mal gucken, vielleicht läuft das besser. Kaum mehr. Ausdauer, ja. Okay, ich bin tot. Was war das jetzt? Ach man. Hallo, ich habe mich geheilt. Ist meine Vier-Taste irgendwie kaputt manchmal? Oder kann man wirklich sich nur heilen, wenn man wirklich gerade keine andere Aktion in petto hat? Bei Angriffe kann ich auch ausführen, wenn ich tausend andere Sachen mache. Boah, da war knapp. Meine Vergiftung ist wirklich gar nicht so schlimm, weil das kaum Damage macht, aber... Muss trotzdem nicht sein. Alter. Ey, was ist das denn? Dieser Scheiß. Ich hab... Das ist doch Bullshit, Mann. Ja, okay, es war halt scheiß Timing von mir. Hallo! Wurde gestunlockt von den kleinen Partikelchen da. Ach man.
Jetzt hast du 3 davon gemacht. Zwing dich nicht, aber... Oh Gott. Mein Lieblingsspeer. Mein Lieblingsspeer, den ich nicht verstehe, der einfach die Reichweite über die halbe Map hat. Ich bin tot. Doch nicht. Ja, danke schön. Dann konnte ich jetzt gut ausweichen, Mama. Oh. Alter. Ist schon krass, wie ich so an den letzten 4-5 Bossen wirklich so gar keinen Spaß mehr hatte, weil die einfach nur noch anstrengend sind. Brrr. Mann, ja! Komm, fick dich doch, ja, komm, kill mich. Los. Das war gut, das heißt, ich verrecke jetzt wieder in 5 Sekunden in der zweiten Phase. Ich freue mich. Das war Bullshit. Ey, dieser Angriff ist so ein Bullshit. Was zum Teufel? Was soll, wo soll ich hin? Boah, ist das ein Krebs! Fick dich, Mann! Oh. Boah, ich hasse diese Zwei-Phasen-Scheiße. Lass es mich... Das ist halt so dieses perfekte Beispiel. Ich wusste jetzt halt einfach nicht, wie man diesen Angriffen ausweicht, so. Ich muss es halt lernen, ist ja okay. Aber wenn ich halt... Es dauert jetzt ja wieder eine halbe Stunde, bis ich da mal hinkomme. Bis dahin habe ich das Wenige, was ich vielleicht gelernt habe... Zumindest zu wissen, woran ich verreckt bin, habe ich dann ja auch wieder vergessen. Das ist halt das große Problem. Das ist das große Problem. Es sind halt diese zwei Phasenbosse.
die mir Probleme machen. Alle anderen waren ja fein. Also ja, ich habe mich auch mal so ein bisschen an anderen abgefuckt. Ich weiß, aber... Es waren eigentlich immer die zwei Phasenbosse. Immer die. Es waren immer deren Schuld, dass ich rumgeraged habe. Kann ich eh wieder knicken. Ich war am Heilen, du Idiot. Fällt nicht die Ecke, in der ich hier stehe. Der er steht, meine ich. Kommst du her? Danke. Ja. Noch lieber wäre es mir, wenn du ankommst, ohne mich zu treffen. Die halbe Stunde ging schnell vorbei. Jetzt trifft mich wieder der eine Angriff. Ich freue mich drauf. Da ist er wieder. Was soll ich tun? Raff ich nicht! Raff ich wirklich nicht! Jedes Mal trifft mich der. Jetzt habe ich Glück gehabt. Der macht halt so bestialisch viel Damage. Ich kann mir das nicht erlauben, mich häufig von dem treffen zu lassen. Ja, okay, da bin ich. Was? Mann, ich wollte mich doch gerade heilen. Lohnt sich ein 8K-Fernseher. Dann kannst du Domtendo-Videos in 8K gucken. Hallo Julian. Das, was sich nicht lohnt, Dark Souls 3. Oh! Für den Händler, ja. Wenn du 8000 Euro hast. Jeder Pixel kostet 1 Euro. Ich verstehe. Nee, Moment. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Jeder... Vertikale, nee, doch, nee. Ach, keine Ahnung. Aber also, lohnt sich? Ich meine es ernst. Ich sag mal so. Ja, mehr sage ich nicht. Nee, ich selber würde mir jetzt nicht denken, ich brauche unbedingt einen 8K-Fernseher, aber wahrscheinlich ist 8K schon irgendwann die Zukunft. Also wenn du dir jetzt einen holst, in der Hoffnung, dass er nicht innerhalb kürzester Zeit schon kaputt geht oder so, dann hast du quasi vorgesorgt. Hast du jetzt einen richtig geilen Fernseher und der reicht dann auch für die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich oder noch länger. Von daher... Ich will nicht mehr. Okay, ich habe jetzt letzten Videos geschaut, aber alle sind nur so Blabla und geben nicht wirklich ein Ergebnis. Aber wenn man das braucht, einen günstigen und besseren kaufen. Wie viel kostet denn so ein 8K-Fernseher? Ist 8K der nächste Schritt? Ja, ich denke schon. Irgendwann wird sich 8K wahrscheinlich durchsetzen. 4K hat sich eigentlich auch durchgesetzt. Ich habe einen 4K-Fernseher. Mein Fernseher ist schon recht alt, tatsächlich. Der ist ja von meinen Eltern. Als sie ihn gekauft haben, war 4K, glaube ich, noch nicht wirklich eine Sache. Vor allem konnten wir gar kein 4K gucken. Das finde ich auch immer am geilsten. Mein Vater so, oh, 4K, geil, fett Fernseh gucken. Aber räudiges Internet, wir haben nur Netflix 1080p. Und Fernsehen kannst du ja auch nicht in 8K gucken. So, gibt's ja auch nicht. Und Blu-ray oder so hat mein Vater eh nicht geguckt. Ah, funny. Ich habe wieder so Glück gehabt, dass er da jetzt Stunt gegangen ist.
Ach ja, der Boss geht mir auf den Sack, aber ich schaffe den heute noch. Ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Muss ein bisschen besser werden in der zweiten Phase. Autsch. Ja, okay. Um ehrlich zu sein, dachte ich, der trifft mich nicht mehr in der Entfernung. Ja, okay, 720p-Fernseher ist schon räudig. Mama mia! Und nochmal. Ja, da muss ich zur Seite weg, ich weiß. Mann, ey. Oder kommt noch 4K, 12K? 3000 kostet 75 Zoll. Ach tja, geht ja sogar. Ich kann dir gerne auch ein bisschen finanziell helfen. So, ich kaufe nochmal ein, zwei Spiele bei dir und dann ist es safe. Zieh demnächst oben, dann habt ihr auch die Ehre, mich besuchen zu dürfen. Oha. Wollen wir das denn? Wohin ziehst du, ist die Frage. In einen besseren Ort, oder? Irgendwo, wo man auch hin will? Ich habe gerade einmal den Chat gelesen, das war der Fehler. Nach Schleswig. Geht's nach Schleswig, um den Stein zu holen? Ich war schon mal in Schleswig-Holstein, also brauche ich da nicht nochmal hin. Hab alles gesehen! Nee, in Niedersachsen hast du einmal alles gesehen, wenn du einmal da warst. Schleswig? 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 Gute Frage, was sag ich eigentlich? Ich sag irgendwie beißen, mal so, mal so. Ich mag es immer sehr, wenn ich so einen Angriff, der mich safe treffen würde, cancel, dadurch, dass ich ihn stunne, ich bin tot. Schleswig, Schleswig. Schleswig-Holstein, Schleswig. Ich sag irgendwie mal so, glaube ich, wenn ich über nachdenke. Schleswig-Holstein, Schleswig. Schleswig. Man sagt's ja auch eigentlich schnell, ne? Schleswig. Schleswig-Holstein. Schlesien. Hm. Folge geht's übrigens schon über eine Stunde. I don't fucking care. Über Nacht uploaden. Wenn so was dazu kommt heute. Wobei, ich lade es trotzdem hoch, selbst wenn ich hier komplett scheitere und nichts schaffe heute. Leute sollen ja mein Leid auch sehen. Ich wollte ihm anders ausweichen. Ich habe übrigens ja nicht gemerkt, dass er den Angriff gerade macht. Ja, genau. Das hat jetzt mein Hain gecancelt, die Sau. Das ist wieder so ein richtiger Lost-Versuch, weil ich einfach Pech habe. Also ich habe Pech und ich bin schlecht. Das ist ein bisschen was von beidem. Geben auch keine Mühe mehr gerade. Mich ganz ehrlich. Das war interessant. Ja, ich bin tot. Ja, danke.
Nicht mehr Ghetto. Ich will nicht mehr, es macht keinen Spaß mehr. Ich will Dark Souls 3 einfach nur noch durchspielen und nicht mehr drüber nachdenken. Oder Backflip. Jetzt steht der Spiel in dieser Ecke. Ach so. Hallo? Was ist das denn jetzt für eine komische Kombo hier? Ich finde den Speer immer noch angenehmer als diese Peitsche, muss ich sagen. Also die Peitsche ist komplett random irgendwie. Ja, cool. Ich habe das Gefühl wirklich, ich habe ihn schon so oft getroffen und er ist immer noch nicht tot, aber jetzt gleich. Wow, ich habe ihn echt nur einmal getroffen. Das ist enttäuschend. Aber einmal ist besser als keinmal, Leute. Okay. Echt jetzt? Wenn mich dann der dritte Schlag davon trifft, ist es immer noch die komplette Animation. Es ist so dämlich. Ich bin tot. Ich lebe noch. Das ist jetzt fies. Ach, Mann, ey. Okay, panisches Dodgen ist da auf jeden Fall die richtige Herangehensweise. Das ist so dumm! Es ist so dumm! Es ist so dumm! Wenn dieser Angriff nicht wäre, hätte ich ihn schon fünfmal gekillt, sage ich jetzt einfach. Ich verstehe es nicht, das ist so OP. Es ist scheißegal, wo mich das trifft, wann mich das trifft. Der macht die komplette Combo einmal durch. Und das zieht mir einfach drei Viertel oder so meine Energie ab. Holy shit. Ah. Uch. Ja, das war klug. Ich hab den 4 gedrückt. Ich hasse diesen Angriff. How we doing? Beschissen. Ohne Flachs. Ich kam ja einmal schon recht weit in der zweiten Phase. Es ist halt immer dieser eine Scheißangriff, der mich komplett fickt. Ich weiß nicht, was ich dann tun soll.
hasse die Peitsche. Ich liebe den Zauberstab, also halt wirklich. Ja gut, Liebe ist ein bisschen übertrieben, aber der ist halt easy so. Zack, zack. Auch dem Angriff eigentlich ausweichen ist easy. Aber diese dämliche Peitsche ist einfach zu viel für mich. Guckt ihr mal an, was für eine Reichweite das hat. Wenn mich dieser Vierer-Angriff irgendwo trifft, macht er trotzdem nochmal die komplette Combo einmal durch. Okay, da bin ich selber noch schuld. Ah. Na, ja, okay, ich habe nicht richtig hingeguckt. Ich habe gerade auf meine Lebensleiste geachtet. Muss ich weg. Okay. Mann, fick dich. Fick dich! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe heilen. Ich, meine Nase juckt. Es ist so dumm. Es ist so endlos dumm. Mann! Jetzt, Hilfe, ich häng fest! Fick dich! Diese dumme Wand! Oh, ich hasse die Kamera in dem Spiel manchmal. Gib mir noch ein bisschen mehr Weitsicht, dass ich sehe, dass da eine Wand ist. Oh, ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn fast. Ich hatte sogar noch meine Glut offen. Das habe ich nicht vergessen, ne? Oh, dann ist diese dämliche Wand im Weg. Oh. Fucking hell. Oh, ich könnte heulen. Ich hätte ihn geschafft, wenn die Wand nicht da gewesen wäre. Die hat mich so aus der Fassung gebracht, dass ich nur noch panisch rumgerollt bin. Hauptsache irgendwie weg. Ich wollte halt weg und mich heilen. Nach hinten weg. Aber ging halt nicht, weil Wand im Weg. Okay, aber ich fick den jetzt. Also vielleicht nicht jetzt, aber jetzt, ab jetzt. Ja, okay, habe ich verdient den Treffer, den auch. War irgendwie interessant, wie ich da gerade rumgeflogen bin um ihn. Ja, okay. Das haben wir übertreffen hier von der Phase, das ist aber auch nicht in Ordnung. Ich bin selber dran schuld. Leon am Wand der Verzweiflung. Am Wand. Ach so, wegen Rand. Ach Gott. Hallo Niklas. Ich mach den jetzt. Ich mach den jetzt tot. Ich habe ihm mein Pimmel jetzt ins Gesicht und der wird einfach Dreck verrecken, weil es so eklig riecht, okay? Wie wär's? Hallo, ja, mach mal. Ah, ist der Stream direkt vorbei. Also direkt. So, tot. Streamende. Der Stream endet, wenn der Gegner tot ist. Es ist gerade mein Problem hier, auf jeden Fall. Ich bin gerade nicht mehr konzentriert, weil ich mir denke, ich will jetzt einfach nur in die zweite Phase. Man kennt's. Ja, war dumm. Der Gegner oder der Pimmel? Ja. Oh, ich... Alter, ich ärgere mich mal. Ich hätte es... Ich hätte den geschafft, wirklich.
Ich schwör bei Gott, ich wollte weg, heilen und dann ganz entspannt machen. In anderen Worten, ich werde wieder fett gepanickt wahrscheinlich und das Herz in die Hose gerutscht, aber ich hätte ihn wahrscheinlich geschafft. Aber diese Wand hat mich halt so verwirrt, dass ich halt dachte, scheiße, scheiße, was weg hier und dann war ich halt tot. Weil ich halt panikiert habe. Kurz hier ein bisschen Ausdauer wieder sammeln. Oh nee. Ah doch. Daraus wäre die Peitsche. Ja, Hilfe. Was passiert hier? Oh Gott. Jetzt ist die Peitsche. Die treffen mich auch instant, ne? Also wirklich so, keine Chance. Ey, ich check die nicht. Ich check diese Peitsche nicht. Ich nenne es einfach Peitsche. Keine Ahnung, es ist keine Peitsche, aber ihr wisst schon. Der ballert den Scheiß so raus, in so einem Pace. Warum hast du nicht immer noch deine komischen Partikel da um dich? Das finde ich auch ein bisschen frech. Bitte änder mal dein Setup, wie wär's? Danke. Ist auch scheiße, aber weniger scheiße auf jeden Fall. Da habe ich das Gefühl, mal wieder treffen zu können. Ich will nicht mehr. Ich habe lustigerweise letzte davon gedacht, dass ich in einem Kaufhaus die Floristin meines Vertrauens mit einem Filiale entdeckt habe, sie sagte guten Morgen und ich so, ist es nicht Abend? Und sie so, oh ja, guten Abend. Was ihr damit jetzt macht, weiß ich auch nicht. Der ballert das da so raus in so einer Pace. Jeder über Fräsenjunge auch noch 2024. Okay. Okay, ich habe ein bisschen gebraucht. Um den zu verstehen. Und ich glaube, ich habe ihn verstanden. Der gute alte Quantität vor Qualität Joke, ne? Das ist interessant. Okay, lass mich mal wieder töten. Ich hab Bock drauf. Das war dumm. Wie? Guck mal an, Alter. Ich warte jetzt einfach. Bis er... Nee, nö. Nein, verpiss dich! Besser. Jetzt kann ich dich wieder angreifen. Oh Mann, jetzt verballer ich wieder. Ich hab so gut angefangen, ne? Hier wird alles wieder verbraucht hier. Weich aus, irgendwie. Ach komm, on, Alter. Jetzt läuft wieder richtig beschissen. Hallo, lass mich doch ausweichen! Ich hab keine Ahnung, Alter. Der Unterschied ist, ich habe keine Qualitätsansprüche an meine Videos. Das ist das Geheimnis. Das einzige Geheimnis, wenn man das nicht mehr hat, dann kann man auch 3 Videos am Tag rauswichsen.
Dann ist das gar kein Problem. Ach man, ey, ich bin echt wieder ein bisschen demoralisiert gerade von diesem einen Versuch. Deswegen gebe ich mir wieder viel zu wenig Mühe gerade. Wie war es noch mit der Stream wird nicht so lang? Hätte mir ja denken können. Manchmal finde ich es auch echt undurchsichtig, wenn er noch einen Angriff hinterher setzt und man... Ich dodge Spiel. Spiel ich im Shareplay oder was? Alter. Ich bin frustriert. Nicht so sehr wie letzte Woche. Anders frustriert. Ich bin immer noch gut drauf insgesamt, aber mich fuckt trotzdem ein bisschen ab. Zum Beispiel sowas, wenn er einfach so komisch verzögert das macht. Dann denkst du halt so, ah ja, okay, er macht nur einen Angriff. Ich greife jetzt an und während du angreifst, merkst du so, oh, er hat einfach nur verzögert mit seinem zweiten Angriff. Das heißt, ich werde jetzt erstmal volle Kanne getroffen und ich kann nichts dagegen tun. Da war ich jetzt selber dran schuld. Ach komm schon, Reichweite. Mehr Reichweite als Domtendo. Ach, deine Mutter stinkt nach Güllefass. Ich beschließe jetzt, dass du das jetzt schaffst. Jeder Verstoß führt zu gemeinnütziger Arbeit in Form von Dark Souls Streamstunden. Wie erkläre ich das jetzt hier? Das ist mein allerletzter Dark Souls Stream. Überleg mal. Also ich hoffe zumindest. Also Souls-Likes kommen danach noch, aber Dark Souls ist dann vorbei. Dark Souls 4 wird, glaube ich, nie kommen. Also vielleicht schon, aber... Hm. Ich mag den Angriff nicht, der ist so verzögert. Natürlich, dass ich den Angriff nicht mag. Mann, du warst mal cooler. Oh, das war cool. Ach komm schon. Es war dumm von mir. Oh nein. Cool, Rennen bringt auch nichts. Muss einfach Glück haben, dass man nicht getroffen wird. Ja, Leute. Na, ich lerne wieder 5 Minuten Pause oder so. Das hat eigentlich immer ganz gut geholfen in der Vergangenheit.
bin so fett ungeduldig, ne? Ich will immer sofort nach jedem Angriff zuschlagen. Obwohl es halt nicht sicher ist. Mal kurz wieder Wasser regenerieren. Ach man, ey. Ich vergesse immer wieder, wie viel Reichweite dieser Sonnenschlag da hat. Ja, cool. Ofen der ersten Flamme klingt, als kämen dann auch noch 7 weitere Flammen. Ich hoffe. Irgendwie, ich kann auch nicht überall durch die Nebelwand. Ich muss schon in der Mitte so halbwegs sein. Das irritiert mich immer ein bisschen. Ich hasse diesen Einwurf. Hallo! Ah, ich chill mal kurz 2-3 Minuten und klingt's dann funktioniert der Spaß bestimmt besser. Oh, ich muss schon mal neues kriegen. So. Hoppala. Versuchen wir es weiter. Hat bestimmt geholfen, dieses eine Minute vom Bildschirm weggucken. Hahaha. Boah, das ist halt immer so demoralisierend, wenn man halt einen geilen Versuch hat und dann halt stirbt, nicht unbedingt, weil man dumm war, also nicht so ganz primär, sondern einfach, weil das Spiel ein bisschen scheiße war, weil einfach diese Kackwand im Weg war. Dann denkt man sich so, oh Gott, ey, warum mache ich das jetzt überhaupt noch? Weil ich hab's ja eigentlich schon geschafft, gedanklich. Ja, ich war zu früh, gebe ich zu. Drei Angriffe? Das ist auch neu. Jetzt wieder Glück haben. Ich habe sehr viel Glück. Was denn? Es ist so dämlich. Ah, mein Gott, nervt das. Gib weg, Lagerfeuer, ich will nicht auf dich drauf, es tut weh. Ah.
Hallo, ich dodge doch. Meine Güte. Das war cool, wie ich eben so direkt um ihn rum bin, ganz komisch. Gefühlt in der Phase kann man sich nicht heilen, weil seine Angriffe... Ja, bin tot. So schnell sind. Mann! Der macht das dann manchmal, weiß ich schon, bringt jetzt eh nichts mehr, irgendwas zu tun. Ja, es war so mittelmäßig gut. 4 von 9 verbraucht. Problem ist, wenn jetzt wieder sein Pupmax-Angriff kommt, dann ist halt eh wieder Feierabend. So, jetzt renne ich ganz schnell weg, weil jetzt macht er eh wieder den... Genau, guck. Zack, 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 zack. Bums. Ach, deine Mom. Macht doch ganz schön viel Damage. Ich trau mich halt nicht anzugreifen, ne? Komm, wir müssen nichts riskieren. Ich heile mich lieber. Alter, diese Reichweite. Scheiße, ist das wohl, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ficken. Weg. Sie weg. Ja! Ja! Oh Gott im Himmel, ey. Ja. Boah, das war ja voll geil, ich versuche irgendwie so easy. Oh, Gott sei Dank, ey. Halt ziemlich einfach, oder? Schon so. Ich finde Dark Souls 3 ist viel zu einfach. Ich will nicht mehr. Die erste Flamme binden, klar, warum nicht? Pling! Wahrscheinlich erst nach dem Abschwören. Oder nach der Cutscene. Oh, Dark Souls 3 beendet! Ja! Nicht mal alle Bosse gezeigt, weil die DLCs Müll sind. Nein, sie sind nicht Müll, aber ich bin Müll halt. Jetzt Dante Master im Modus. Yes! Stell dir das mal vor, so. One-Hit. Oder so. Man ist immer One-Hit. Du bist eine Frau? Wie erkläre ich das jetzt? Sind dir noch nie die Haare aufgefallen? Und meine Stimme? Pling! Ich habe die erste Flamme gebindet. Zusammen mit einem Bindfaden. Ah, Jesus. Alter, 500 Bits. Warte mal, ich muss wieder umrechnen, wie viel Geld das ist. 500 Cent? 5 Euro. Danke! Vielen Dank für die Bits. Ich werde sie genüsslich verzehren gleich nach dem Stream. Einen nach dem anderen.
Oh, ich hab mir gerade so unter die Achse gefasst und dann mache ich den hier. Geil. Oh. She can talk. Nein. Nein. Mm-mm. Ja, muss ich jetzt ein Fazit geben? Oh Gott, ich habe das Gefühl, mein Fazit ist ein bisschen beeinflusst von meinen Erlebnissen der letzten 2-3 Wochen, wo ich einfach noch genommen wurde von dem... Ich habe Nein gesagt. Ja, mein Gott. Ich würde sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Dark Souls 3 ist ein super Spiel mit geilen Bossen. Aber, und das muss ich jetzt so ein bisschen... Wie erkläre ich das jetzt? So, in meinem Gedanken habe ich schon so ein Fazit oder so ein Satz, der keinen Sinn ergibt, nämlich ich finde, das Spiel hat im Late Game stark nachgelassen. Late Game mit Sternchen, weil Late Game ist in diesem Fall ein optionaler Boss und die DLCs. Von daher kann man eigentlich nicht wirklich sagen, dass es Late Game ist, aber irgendwie seit dem Nameless King hat mir das Spiel wirklich bedeutend weniger Spaß gemacht. Ich meine, der Nameless King an sich war noch in Ordnung, da habe ich zwar auch ein bisschen rumgeweint, aber das war tatsächlich in Ordnung, nachdem ich dann einmal gecheckt habe, wie es funktioniert alles. Aber ich fand die DLC ist halt einfach zu hart. Da bin ich auch vielleicht einfach zu scheiße für. So, ne? Ich will mich nicht aus der Rechnung rausmachen. Ich will nicht sagen, dass das Spiel einfach zu schlecht ist. Nein. Es will einfach ich. Aber was kann ich denn dafür, wenn ich dann einfach keinen Spaß mehr dran habe? Weil ich diese mehr... Ich habe es vorhin schon alles erklärt, ne? Mehrphasige Bosse finde ich einfach in dem Spiel hier echt schwierig. So, nicht großer Fan von... Ich finde, das steht dem Konzept des Spiels oder dem... Wie... Die Qualität der Bosse so ein bisschen im Weg. Nichtsdestotrotz, bis dahin hatte ich wirklich sehr viel Spaß an dem Spiel. Ne? Es hat super geile Bosse, keine Frage, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte sehr, dass es diesmal Lagerfeuer meistens mehr oder weniger direkt von den Bossen gab. Das ist ein großer Pluspunkt. Ich kann ansonsten jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Also ich hatte wirklich... Nee, es hat schon richtig Bock gemacht. Am Ende wurde es halt einfach ein bisschen anstrengend. Ich fand den Endboss jetzt, ja... Er war okay, ich fand ihn jetzt aber auch wirklich nicht, also es gab auf jeden Fall viele Bosse in dem Spiel, die ich besser fand, muss ich tatsächlich sagen. Ja, so im Ranking, es ist schon besser als Dark Souls 2, das denke ich schon. Ich meine, Dark Souls 2 hat mich halt nicht frustriert, aber naja, Dark Souls 2 hat halt einfach andere Probleme. Wobei, es hat mich schon ein bisschen frustriert bei den Wegen zu den Bossen, aber das ist eine andere Sache. Aber es kommt für mich auf jeden Fall auch nicht an Dark Souls 1 ran. Dark Souls 1 war schon so das beste Souls-Game, meiner Meinung nach. Ich finde auch... Ja, ich musste mal überlegen, ob ich jetzt die Bosse aus 1 oder 3 besser finde. Ich würde es wahrscheinlich davon abhängig machen, wie ich jetzt im New Game Plus nochmal klarkomme, weil da kommt ja eigentlich die richtige Bewertung des Spiels eigentlich erst rum. 1, 3, 2, ja. Es ist 1, 3, 2. Aber keine Ahnung, so das ganze Level-Design und so, dieses Erlebnis aus Dark Souls 1 ist halt einfach nochmal besser, finde ich. Wie gesagt, ich hatte das ja schon mal wirklich angesprochen, so dieses Konzept von der Schnellreise. Dass Dark Souls 1 halt ganz bewusst erst spät die Schnellreise einfügt, damit man halt dieses Level-Design hat, damit man wirklich die Level auch lernt. Was heißt lernt? Dass man einfach die Gebiete verinnerlicht. Nicht jetzt im Sinne von, weil, also, es ist, weil man da halt sehr häufig langläuft. Aber auch einfach, weil das Level-Design so geil ist, weil es halt dieses Zirkelartige hat. Ich habe es schon mal verglichen mit so einer Blume, glaube ich, ne? Dark Souls 3, du bist in der Mitte von einer Blume und man läuft ja eigentlich immer so rup, rup, so durch, also nicht immer so, aber dass man quasi läuft und dann halt irgendwann eine Tür öffnet und merkt, oh, ich bin quasi wieder am Anfang, mehr oder weniger. Dass man sich umschaut. Ich weiß nicht, was Tobi damit meint. Egal, dass man so dieses geile Erlebnis hat und irgendwann merkst, okay, ich bin eigentlich jetzt quasi einmal groß im Kreis gelaufen, jetzt habe ich eine Abkürzung geöffnet und jetzt komme ich überall schneller hin. Und das ist halt so was, was hier in Dark Souls 2 komplett fehlte. Dark Souls 2 war wirklich dieses Sternartige. Ich bin, ne, man könnte meinen, ich bin Spielewissenschaftler. Nein, dass man quasi eigentlich immer diesen Mittelpunkt hat in Mayula, aber dann halt immer einen Weg geht bis ans Ende, da ist dann der Main-Boss und dann teleportiert man sich von da wieder an den Anfang. So, und das ist halt lamer. Dadurch läuft man die Gebiete nicht mehrmals ab,
klingt jetzt erstmal positiv, aber ist es in diesem Fall nicht, weil Dark Souls 2 im New Game Plus, ich wusste wieder mal überhaupt nicht, wo ich überhaupt langlaufen muss. So. Ich habe ständig die Gebiete wieder verwechselt und so. In Dark Souls 1, das New Game Plus, ich wusste überall, wo ich hin muss. So, ich hatte die Karte verinnerlicht mit dem einen Run. Und das war in 2 zum Beispiel gar nicht der Fall. In 3 nähert sich wieder ein bisschen mehr Teil 1 an, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass man auch von Anfang an die Schnellreise hat, was, wie gesagt, in dem Gameplay, wie es aufgebaut ist, Teil 2 und 3, macht so eine permanente Schnellreise schon Sinn. Wenn es dann nicht wäre, dann wäre es übelst nervig. Aber es ist halt auch schade, weil dadurch einfach dieses geile Level-Design aus 1 wieder verloren geht. Und da ist 3 halt auch einfach ein bisschen, ja, es ist besser als 2, aber auch längst nicht so gut wie 3. Dass man halt in 1, das ist halt in Teil 1 halt sehr geil, dass man, wie gesagt, dass man die Schnellreise erst so spät freischaltet, ergibt halt total Sinn. Weil ab dem Zeitpunkt bist du ja eigentlich, hast du eigentlich alles erkundet. Und dann sagt dir das Spiel, okay, jetzt musst du noch die Mainbosse besiegen, aber jetzt darfst du dich überall hinporten. So. Ab jetzt darf es schnell gehen. So doof gesagt. Jetzt, wo man einmal überall durch ist. Und, klar, man muss die Lager vorher in 2 auch erst freischalten, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. So. Schaust du in Dark Souls 1 am Anfang viel mehr um, später fast gar nicht mehr eigentlich. Dark Souls 1 ist sehr offen, Teil 2 ist auch sehr offen eigentlich. Teil 3 ist schon ein wenig linear und manchmal so entweder oder wegen. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja gut, 3 ist das einzige, wo ich gefühlt nicht direkt am Anfang einen Scheißweg gelaufen bin. Sowohl in 1 als auch in 2 bin ich ja direkt erstmal falsche Wege gelaufen und hab viel zu fett auf die Fresse bekommen, was gar nicht notwendig war. Während ich in 3 eigentlich relativ fix auch immer die richtigen Wege gelaufen bin. Ja, nee, ist schon ein gutes Spiel auf jeden Fall, ne? Keine Frage. Ich weiß, ich rage immer viel rum, aber das ist dann auch immer so dieses, ich rage rum, da habe ich das geschafft und dann bin ich eigentlich wieder gut drauf. Die zweite Reise. Man startet doch nicht direkt ins New Game Plus. Okay, das ist gut. Weil dann drücke ich nein. Dann würde ich nämlich hier erstmal ein bisschen noch Dinge sammeln, auf jeden Fall, bevor ich es dann im New Game Plus mache, weil im New Game Plus kriege ich potenziell mehr auf die Fresse. Dark Souls 3 planen wird funny, ja. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich lasse mir auch erstmal Zeit. Ich werde erstmal ein bisschen. Ich lasse es erstmal ein paar Monate ruhen, denke ich. Und dann werde ich das jetzt angehen. Wenn ich es fühle, auf jeden Fall. Also, ich habe auf jeden Fall auch Bock aufs New Game Plus. Mehr als in Teil 2. Ich habe ja schon mal erwähnt, in Teil 1 war das New Game Plus richtig geil. Das war ein richtig geiles Erlebnis, weil dann hat das Spiel richtig Spaß gemacht. In 2 war es eigentlich genauso nochmal. So, klar, ich kam ein bisschen schneller durch. Es war trotzdem dieses, viel zu viel Bosse, viel zu viel nervige Wege, es ist so lang, es hört nicht auf. Und in 3 wird das dann wahrscheinlich wieder eher so ein bisschen Richtung 1 gehen, denke ich mal. Weil die Bosse halt auch herausfordernd sind, aber man dann ungefähr weiß, wie sie funktionieren und man dann einfach viel besser klarkommt. Vor allem wegen den Ringen, ja. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir gucken mal, wir gucken mal. Ja, dann drücke ich auf jeden Fall nein. Denn ich hasse alles. Feuerbadschrein. 100.000 Seelen. Da kann ich wie sie jetzt mal eben einsetzen. Noch, das ist doch schön. Welches Level bin ich? 79, glaube ich, ne? Vielleicht hätte ich hätte noch einmal ableveln müssen für 80. Dann hätte ich den Boss gefirst-tried. Die Ringe kann man, by the way, theoretisch droppen. Komm rum, Tobi. Gib mir dein Zeug, aber ich glaube, es funktioniert nicht. 2 Level nur, ist ja lächerlich. Ja, ne? Okay, mir fehlen noch 15.000 Seelen, die kann ich mir vielleicht nochmal eben so holen. Dafür bin ich bereit, nochmal PS Plus zu holen. Och. Vielleicht sollte ich mir jetzt PS Plus mal permanent holen. Ich brauche es gefühlt so häufig. Was mache ich hier? Da will ich hin. Noch einmal bitte. Habt ihr auch nur gedroppt bekommen? Na gut, wenn es dann zumindest schon mal ein paar sind. Ja, noch einmal aufleveln. Die Folge geht übrigens 1 Stunde 45 schon. Mir egal. Es ist das Finale. So, nochmal Vitali. Ich hätte auf Ausdauer gehen sollen eigentlich. Egal. Gut, Leute. Dann war es das jetzt aber. Ja.
Es hat nichtsdestotrotz auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Klar, wir hatten unsere Tiefphasen, ne? Ich erinnere an die Abyss Watchers. Gut, da war es dann auch einfach. Also ich fand die auch nach wie vor echt schwer. So, ich würde schon sagen, das war so der härteste Mainboss, den ich hatte, immer noch. Aber nachdem ich dann ja ein bisschen gelevelt hatte, quasi vor allem mein Estus gelevelt hatte und mal ein bisschen mein Stärk verschwertet hatte, genau, mein Schwert verstärkt hatte, was ja am Anfang mein Problem war, weil ich mich nicht entscheiden konnte bei den Schwertern und dann zwei Schwerter halt so ein bisschen gelevelt habe, statt mal mich auf eins zu fokussieren erstmal, dann ging das ja schon deutlich besser. Also da war es auch einfach ein bisschen, ja, mein Problem, beziehungsweise nicht kein Skill-Issue, sondern ein Level-Issue, nennen wir es mal so. Ja. Ansonsten hat es eigentlich immer Spaß gemacht. Ja, nur am Ende jetzt einfach. Die DLCs waren mir dann einfach zu. Ja, ist vielleicht einfach mal auch persönlicher Geschmack mit den, keine Ahnung, mehrphasigen Bossen. Ich fand es einfach nur anstrengend. Ja, naja, ich habe eigentlich genug erklärt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach nochmal in die Trophäen rein, wie viel ich jetzt eigentlich genau habe. Final Fantasy habe ich übrigens noch keine bekommen. Richtig freudig. 57. Ich glaube, so viel hatte ich auch bei den anderen ungefähr mal. Ja, bindet die erste Flamme, ne? Dann das andere Ende, erreichtes Ende, das Ende des Feuers. Dafür muss man halt wahrscheinlich wieder einfach abhauen. Man muss das Spiel ja eh dreimal durchspielen, beziehungsweise, ja doch. Ja, wobei ich mal nachdenke. Ist der Endboss jetzt geplättet? Dann könnte ich ihn einfach normal versuchen und direkt das andere Ende holen. Dann muss ich vielleicht nicht dreimal durchspielen. Es gibt zwar auch im New Game Plus Plus wieder Dinge, also ich muss sowieso zweieinhalb Mal mindestens durchspielen. Aber wenn ich mir das halbe Spiel vielleicht sparen kann, naja, ich weiß es nicht. Sonst hätte ich mal ein Save setzen sollen, ne? Naja, zur Not kann ich das beim dritten Mal, beim zweiten Mal dann machen. Ist ja auch nicht so verkehrt. Der ist platt, meine ich. Ja, okay. Wobei, gibt doch Sinn, sonst würde ich ja nochmal die Seelen auch bekommen. Das wäre ja bescheuert. Ergibt schon Sinn. Ja, das andere Ende, das dritte Ende, Aneignung des Feuers, das ist wohl auch sehr missable, da muss man alles richtig machen für. Also da werde ich auf jeden Fall mit dem Guide arbeiten. Mache ich das. Ja, ich glaube, es ist auch entspannter beim zweiten Run dann wirklich alles sammeln. Erstmal so auf die Quests gehen, die ja zum Teil auch missable sind scheinbar. Erstmal das alles machen, alles versuchen zu sammeln, was geht, und beim dritten Run dann wirklich auf das Ende zu achten. Ja, dann halt so die Main-Bosse, ne? Alle Formen der Durchwirkung durchführen, das ist ja irgendwas Neues. Ich habe keine Ahnung, was es ist, um ehrlich zu sein. Ja, alle Zaubereien, alle Pyromantien, alle Wunder, alle Ringe. Das wird halt, glaube ich, nervig. Alle Gesten erlernen sollte jetzt auch nicht so das Problem sein. Das ist vielleicht sogar noch in diesem ersten Run hier machbar. Ja, die beiden maximal verstärken hätte ich jetzt in dem Run auch machen können, aber da hätte ich versuchen müssen, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich denke mal, im New Game Plus sollte das dann recht fix drin sein. Ja, dann die ganzen Eide, ne? Zwei haben wir leider nicht, weil, keine Ahnung, weil das eine irgendwie super dumm ist. Also das eine kann ich irgendwie nicht mehr bekommen. Also das eine stimmt, das eine kann ich safe nicht mehr bekommen, das habe ich schon verkackt. Das andere war bei mir einfach nicht da, die entsprechende Person. Keine Ahnung. Ja, die beiden optionalen Gebiete erreicht und dann halt alle Bosse, ne? Piu, 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 piu. Bis hin zu ein Leuchtfeuer entzünden und Träger der Glut werden. Ja, ne? Dann wird es bald meine Aufgabe auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde jetzt im ersten Run hier auf jeden Fall nochmal alles versuchen zu bekommen, was ich noch bekommen kann. Vielleicht kriege ich die Eide ja doch noch irgendwie hin. Keine Ahnung. Danke für den Raid. Der Macho. Das ist ein neuer Name auf jeden Fall. Hallöchen. Erlis Ecke. Schöner Name. Es ist mal wieder ein bisschen ärgerliches Timing, weil ich basically gerade den Stream beende. Das ist immer sehr ärgerlich. Es passiert immer dann, wenn ich kurz das streame. Immer dann kommen die Leute dann kurz vor Ende. Naja. Das ist ein neuer Name, ehemals. Ich weiß schon, wer du bist. Das habe ich mir schon gedacht. Aber es ist ein neuer Name. Erinnere mich gerade daran, dass ich noch das Hot Wheels DLC kaufen muss. Ja. Gut, ne? Nie wieder Dark Souls 3. Danke für die Shoutouts. Gerne, auch wenn ich es nicht war. Nie wieder Dark Souls vor allem. Aber nicht, trotz alledem, ich auf jeden Fall weiter mal mit Souls Games. Als nächstes wird dann auf jeden Fall Bloodborne kommen. Aber wie gesagt, erstmal eine Pause. Ich brauche eine Pause davon. Plus, ich will jetzt erstmal ein paar andere Spiele spielen. Ich schätze mal ein Jahr mindestens, bis ich dann Bloodborne spiele. Mal schauen. Also, als nächstes auf jeden Fall Bloodborne. Und dann hätte ich tatsächlich auch mal Lust auf Demon's Souls. Ich habe drüber nachgedacht. Ich glaube, ich
werde dann trotzdem Demon's Souls das Remake tatsächlich spielen und nicht das Originalspiel. Was ja nicht heißt, dass ich das nicht dann auch immer nochmal nachholen kann. Ich bin ja eigentlich immer so ein bisschen eher erstmal das Original, dann Remake spielen, aber in dem Fall denke ich mir so, ich glaube, das Remake ist bestimmt schon ein bisschen angenehmer alles. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Bloodborne ist geil. Das sagen sehr viele Leute. Und ich glaube dem auch gerne. Und ich werde es bald rausfinden. Wer weiß, vielleicht sage ich ja in einem halben Jahr, Mann, ich habe so fett Bock, ich spiele es doch. Aber da bin ich mit in Persona drin und naja. Muss ich nicht weiter erklären, ne? You oft say that. Wo ist die Person? Oh, Pharaons Ring, schön. Hi. Wo ist die Person, die mir eigentlich hier den Eid geben soll? Ich kann das alles nicht mehr. Eigentlich soll hier irgendwo diese Person sitzen. I pity this. Ja, ist alles scheiße. Bloodborne habe ich auch schon angefangen. Ist zwar echt geil, wurde aber doch erstmal vorzeitig abgebrochen, weil es das erste Souls Game doch zu hart ist. Weiß ich nicht. Gut, Leute, ich beende jetzt auf jeden Fall schon mal die Aufnahme. Wir können ja im Stream noch ein bisschen weiter labern hier, jetzt wo Raid da ist und ich das Gefühl habe, dass ich nicht beenden darf. Das war Dark Souls 3. Es hat mir Spaß bereitet. Ab Donnerstag. Parieren, oh nein. Na gut. Ab Donnerstag geht es dann weiter mit Infamous Second Son. Mhm, das möchte ich als nächstes spielen. Ich bin gespannt. Mal wieder ein bisschen entspannteres Spiel, denke ich, hoffe ich. Auch da, irgendwo werde ich da auch fett rumragen, das weiß ich jetzt schon. Aber ja. Ich freue mich drauf. Aber ja, das war die Souls-Reihe. Alle drei Souls-Teile durchgespielt. Für mich ist es, wie gesagt, noch nicht ganz fertig. Ich will noch Platin holen. Das wird auch passieren. Aber ich habe das Gefühl, ich habe letzter Zeit zu viele Spiele gespielt, die dann einfach nur noch Arbeit waren irgendwann für diese scheiß Trophäen. Deswegen lasse ich mir erstmal ein bisschen Zeit. Ratchet & Clank habe ich jetzt auch fast durch. Also erstmal dann vielleicht mal wieder ein bisschen entspanntere Spiele spielen. Gut, ne? Gehabt euch wohl. Tschüss Aufnahme. Wir riechen uns. Danke und so. Wir können noch mal einmal gemeinsam für die Moral auf Spiel beenden drücken. Da würden wir schon das Intro sehen. Einfach so, das ist Intro, ich fromm Software. Dark Souls 3. Ja! Ne? Bis denn. Tschüss! Endlich vorbei, die Scheißreihe hier.